Ja, ich hoffe, es hört mich jeder halbwegs anständig. Ja, geht gut. Sind irgendwelche Selbstständige in dem Raum? Ja, irgendjemand selbstständig? Wunderbar. Ein paar Leute da, die es vielleicht interessieren könnte. Ja, der Titel ist bewusst so gewählt. Wisst ihr alle, was Attraction Marketing ist? Ja? Also, wir schauen uns heute etwas an, was ich die letzten eigentlich 2 Jahre hauptsächlich entdeckt habe. Also ich habe davor keine Ahnung gehabt von Social Media. Ich habe schon einen Facebook-Account gehabt, aber zum Beispiel, wie zum Beispiel Instagram funktioniert, was man da beachten muss, dass es eigentlich darauf ankommt, wie man kommuniziert, viel mehr als was man postet zum Beispiel. Also das ist auch eine ganz wichtige Unterscheidung, das habe ich alles nicht gewusst, keine Ahnung gehabt. Und wer bin ich überhaupt? Ja, Dominik Panosch mein Name, ich bin ursprünglich Mediziner. Ich habe im Jahr 2017 das letzte Mal meinen Fuß im Krankenhaus gehabt. An meinem, was war das, 24. Geburtstag. Ja. Ich habe damals schon ein halbes, dreiviertel Jahr sowas im Krankenhaus gearbeitet gehabt und habe beschlossen, das ist doch nichts für mich. Ja. Genau. So war das. Und dann habe ich beschlossen, ich mache mich selbstständig, beziehungsweise habe da schon vorher nebenher ein bisschen was gemacht gehabt. Aus diesen ganzen Erfahrungen hat sich auch entwickelt, dass ich jetzt das letzte halbe Jahr eine Werbeagentur aufgebaut habe, die ich mittlerweile nur mehr sehr eingeschränkt betreibe, weil ich gemerkt habe, ich sitze nur mehr vor dem Computer. Das wollte ich dann auch nicht. Und jetzt bin ich hauptsächlich im Network-Marketing tätig, wo es ganz, ganz wichtig ist, einfach zu schauen, wie wirkt man auch online? Also, ihr werdet es vielleicht es kennen, wie ganz viele Network-Marketer rausgehen und einfach blind Leute anschauen. Vielleicht kennt jemand diese Nachrichten von wegen, habe eine ganz tolle Geschäftsmöglichkeit, magst du da mitmachen? Magst du ganz schnell ganz viel Geld verdienen? So diese Direktnachrichten. Kennt das irgendjemand? Schon mal bekommen sowas? Ja, sollte man natürlich nicht machen im Idealfall. Aber man muss sich mit so Sachen befassen. Was macht wer, wie, wann und wo? Genau. Und ich habe jetzt in diesem Talk ein paar Sachen eingebaut, also einfach ein paar Tipps auch zu sozialen Medien und beziehe mich immer ein bisschen zurück auf mein erstes Online-Projekt, nämlich der Futtermann. Also ich bin tätig im Bereich Hunde- und Katzennahrung im Network und habe dahingehend eine komplette Online-Präsenz aus dem Nichts herausgestampft sozusagen. Weil ich ja vorher nicht einmal wusste, wie funktioniert Instagram. Und 2017 habe ich dann gestartet und habe meinen Instagram, der Futtermann, gestartet mit null Followern, null Posts, null gar nichts. Und habe den innerhalb von 3 Monaten auf ca. 4.500 Follower raufgebracht. Und heute hat er noch 3.600, weil ich nicht mehr ganz so aktiv bin. Aber jedenfalls, wir schauen uns heute ein paar Sachen an. So, Beispiel ist es für soziale Medien: Facebook kennt jeder, Instagram kennt mittlerweile auch jeder. Denke ich mal. LinkedIn, wer ist aktiv auf LinkedIn? Ja, doch einige. Ja. Ganz ein wichtiges Netzwerk, was man gerade im B2B-Sektor nicht unterschätzen sollte. YouTube, wer hat einen YouTube-Channel? Auch einige. Cool, sehr gut. YouTube, muss ich sagen, bin ich selber am inaktivsten. Also liegt einfach daran, dass ich nicht immer Zeit und Lust habe, Videos aufzunehmen. Aber ist auch alles im Kommen. Genau. Aber wir schauen uns einfach mal an, was ist mir aufgefallen am Anfang. Ich starte da so rein, oder? Und ich habe mal von, kennt ihr Calvin Hollywood? Sagt euch der was? Ja? Und der hat ein ganz ein tolles Hörbuch, Social Media Like a Boss. So, und wenn ihr das nicht kennt, schaut euch das unbedingt einmal an. Social Media Like a Boss, da habe ich also so viel mitnehmen können. Weil da geht es darum, wie kommuniziere ich mit anderen. Und das Wesentliche ist, also Nummer eins, natürlich brauchst du ein professionelles Profil. Also es soll nicht ganz langweilig sein, es soll auch nicht irgendwelche, sage ich mal, Trinkspielfotos von Samstagabend haben. Es braucht nicht nur alles komplett seriös sein, also ihr dürft euch als Mensch zeigen, aber es soll trotzdem irgendwo eine halbwegs gute Bildqualität haben, zum Beispiel die Postings. Oder es soll einen gewissen Bezug haben zu eurem Unternehmen oder zu dem, was ihr erreichen wollt. Nummer zwei, Social Network nach Zielgruppe. Ich suche mir natürlich aus, wen will ich erreichen. Und bei mir war es damals so, ich habe Instagram gewählt, weil meine Zielgruppe
sind hauptsächlich also junge Leute, die, die sehr viel interagieren. Also die, die wirklich, wenn man sich so vorstellt, so diese, diese klassischen, nicht wirklich, also Mädels nicht mehr so ganz, sondern, eher so, junge Damen, die Hunde trainieren. Also wenn man sich so die Damen vorstellt, die so am Hundeplatz sind, die wollen, dass die Ernährung passt. Das, meine Freundin ist auch so eine, deswegen kann ich da aus Erfahrung berichten. Ja? Also die wollen, dass die Ernährung passt, dass, dass alles für den Hund in Ordnung ist. Wenn der mal irgendwas, irgendeine Erkrankung hat, dann natürlich schaut man sofort beim Tierarzt, was ist da los oder irgend so kleinere Sachen. Und das war so meine Zielgruppe, wo ich gesagt habe, da gehen wir mal auf Instagram, schauen mal, was da los ist. Und habe angefangen mit Quote-Posts, also mit Postings, wo ich immer so ein bisschen Gesundheitsinfos gebracht habe, Bilder im Hintergrund, wo einfach ich dann zum Beispiel geschrieben habe, ja, für den Hund wäre zum Beispiel, was weiß ich, Süßkartoffel ist gut für den Darm oder so Geschichten, oder? Und einfach schön aufgebaut, die Story. Bin dann drauf gekommen, die gehen gar nicht so gut. Also sie gehen schon, aber viel besser kommt es, wenn man lustige Hundefotos postet. Oder Fotos, wo man selber mit dem eigenen Hund oben ist, wo man gerade noch im Bett liegt und gerade so irgendwie gerade am Erwachen ist und der Hund springt einem ins Gesicht. Also es geht noch viel besser, ja. Und dann bin ich drauf gekommen, was noch viel, viel besser geht, ist, wenn du solche lustigen Sachen Influencern zur Verfügung stellst, die dann ihre Zielgruppe damit bespielen. Und da bin ich drauf gekommen, hey, du musst eigentlich mit Influencern networken. Also du musst eigentlich Influencer per Direktnachricht anschreiben. Einfach mal fragen, hey, ich habe gesehen, wir haben die gleiche Zielgruppe. Was kann ich denn für dich tun, dass ich für dich einen Mehrwert liefere, dass ich irgendwie mit deiner Zielgruppe interagieren darf? Ja? Und habe ich kürzlich auch von HubSpot, gibt es da ganz tolle Ausbildungen immer wieder mal oder so Videoserien. Kannst einmal schauen, bei HubSpot gibt es so eine, ist alles auf Englisch zwar, so eine Social-Media-Reihe, wo kürzlich Instagram-Tipps waren. Und die haben gesagt zum Beispiel, du kannst oder du solltest die Möglichkeit nutzen, Stories in anderen Kanälen zu posten. Also wer von euch nutzt Instagram aktiv, bevor ihr da von Stories anfangen? Ja? Also es macht oft Sinn, zum Beispiel wirklich da mit den Influencern so zu netzwerken, dass du halt Zugriff auf diese Zielgruppe kriegst. So. Und jetzt haben wir gedacht, da die Zeit ja begrenzt ist, wir machen mal einen Tipp pro Social-Media-Plattform noch, was mir am wichtigsten vorkommt. Und dann schauen wir uns noch ein paar Sachen an, die ich gelernt habe über eigentlich Social-Media-Psychologie. Also wie funktioniert das? Was wollen die Leute? Wo kommt da Interaktion und Reaktion daher? Nummer eins, Facebook. Okay, Facebook. Funktionieren Facebook-Seiten noch gut von der Interaktion her? Was glaubt ihr, also im Verlauf der letzten 5 Jahre? Sehr abgenommen, ja. Bisschen, also hast auch bemerkt, oder? Ist ein bisschen runtergegangen, die Interaktion. Klar, was will Facebook? Was wollen die verdienen? Ja, die wollen Geld verdienen, oder? Die wollen nicht, schon auch Zeit natürlich, also deine Lebenszeit natürlich. Je mehr Zeit du drauf verbringst, desto besser als Consumer. Aber als Werbetreibender wollen sie definitiv, dass du möglichst wenig organische Reichweite hast, möglichst viel zahlst dafür. Okay, gut. Was ist die neue Möglichkeit? Habe ich jetzt übrigens gerade heute rausgefunden. Gibt es richtig toll jetzt ein Gruppenfeature, wo du Headlines, also du kannst eine Überschrift, wenn du ein Gruppenposting machst, eine Überschrift machen, das unterstrukturieren im Paragraph, also wirklich so, dass du, oder auch Listen, ein Listenfeature hast. Also du kannst richtig tolle Postings in Gruppen mittlerweile machen, sprich Facebook geht auch direkt jetzt diesen Weg, dass die Gruppen immer ansprechender werden und dass so dieses soziale Engagement mehr gefördert wird. So. Und dann kannst du in Facebook etwas, was du, also beziehungsweise in Instagram kannst du ja etwas, nämlich du kannst einfach irgendwem folgen und bist dann quasi, also siehst dann die Sachen, die der postet, oder? Und in Facebook kannst du das normalerweise nicht, du musst eine Freundschaftsanfrage senden. Und wie ich es damals gemacht habe, ich habe mein Instagram-Profil mit diesem alten, mittlerweile geht das gar nicht mehr gescheit, also mit diesem Folgen-Entfolgen-Trick, oder? Also du folgst einfach möglichst vielen Leuten, wo du da denkst, das ist deine Zielgruppe und die folgen dir dann in 30% der Fälle zurück. Mittlerweile sind es nur knapp 10%, also du kannst es eigentlich vergessen, die Strategie, wenn nicht wirklich ein Sinn dahinter ist. Aber früher hat das nur total gut funktioniert. Und auf Facebook kannst du eine ähnliche Sache machen, du kannst auch nach Interessensgruppen filtern. Auf Instagram gibt es die Hashtags,
Auf Facebook gibt es zwar auch Hashtags, aber ich verwende ehrlich gesagt auf Facebook nicht wirklich welche. Viel besser geht es mit Gruppen. Du schaust einfach, wer ist deine Interessensgruppe? Wen willst du erreichen? Ist es eher, sage ich mal, wenn ich jetzt Hundeleute erreichen will, gehe ich in eine Hundegruppe rein, wo es um Training geht, wo es um irgendetwas geht aus diesem Bereich. Vielleicht nicht direkt mein Produkt, weil da ist schon die große Konkurrenz da. Aber ich schaue mal an, okay, eben, ich mache was mit Hundefutter, schaue ich rein in Hundeverhaltenstherapie. Super Idee, oder? Und so funktionieren die Sachen. Also Facebook-Gruppen, ganz heißer Tipp. Instagram. Visuell. Also ich habe jetzt da meinen Privataccount genommen. Der ist nicht ganz so cool wie der Futtermann-Account, finde ich jetzt. Also im Wesentlichen, bei Instagram musst du darauf schauen, dass ein schönes Gesamtbild irgendwie entsteht. Also dass es irgendwie ansprechend ist, dass du die Postings so abstimmst, dass sie auch nicht langweilig sind. Also es gibt so Channels, vielleicht kennst du die, wo so Mosaike sind. Also wo zum Beispiel, da ist ein Bild in normaler Farbe, dann ist eins mit so weiß überblendet und der Schrift drauf. Und dann kommt wieder eins in normaler Farbe und dann wieder so abwechselnd. Hat das jemand schon mal gesehen? Solche Profile, so wo ein bisschen so eine Struktur drinnen ist. Gefällt mir persönlich extrem gut. Interaktion mittelmäßig. Aber ist schön zum Herzeigen und kann dir durchaus was bringen für deine bestehende Community, dass du einfach da eine ganz gute Bindung kriegst. Nummer 2, interaktiv, regelmäßig Stories machen. Mir war das am Anfang extrem unsympathisch. Also ich habe bei meinem Futtermann-Profil gerade gestern eine Story reingetan und das zeige ich euch gerade, was dann das Ergebnis war. Es ist unglaublich. Ich habe da, glaube ich, noch nie oder vielleicht im Abstand von 2 Monaten jeweils mal eine Story reingetan, aber es lohnt sich wirklich, das habe ich gestern gerade wieder festgestellt, macht diese Stories, weil die Leute schauen sich das an. Mittlerweile gehen Agenturen, Influencer-Agenturen, gehen sogar so weit, dass sie sagen, nur, also deine Follower zählen nicht, nur die Leute, die sich wirklich aktiv deine Story anschauen, an denen wird der Wert des Profils bemessen. Also, weil du da davon ausgehen kannst, die interessieren sich zumindest. Also mittlerweile gibt es auch Bots, die das machen. Ja, also ganz so stimmt der Messwert nicht mehr. Aber das sind tendenziell Leute, die interessieren sich wirklich für dich als Person, für deine Inhalte oder für deinen Auftritt. Und ansonsten ist sehr, sehr viel einfach auf diesen Plattformen schon automatisiert, vor allem Instagram. Ja. Und deswegen Stories. Und jetzt zeige ich euch gerade was Cooles, was ich nicht gedacht hätte, das geht. Bei den Stories passiert ganz, ganz lange nichts. Also wenn du mal anfängst Stories machen, passiert meistens ja das, dass deine besten Freunde dir mal ein WhatsApp schreiben und sagen, hey, coole Story, wo warst du denn schon wieder auf Urlaub oder so. Und mehr passiert da nicht. Also wildfremde Leute werden dich nicht anquatschen deswegen. Aber plötzlich passiert dann doch was und das war ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, diese Schrift, das ist jetzt doch etwas kleiner, als ich gedacht habe. Also im Wesentlichen, ich habe gestern eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, ich suche jetzt momentan Leute, die mir helfen, also Hunde zum Essen einzuladen. Das ist so der Schmäh, oder? Weil du kannst, also wenn du im Vertrieb bist, du musst irgendeinen Schmäh haben. Du musst irgendwie auf die Leute zugehen. Und unser Schmäh in unserem Team ist einfach, du lädst Hunde zum Essen ein. Also du rätst wirklich teilweise Leute im Kaufhaus an oder auf der Straße oder sonst wo und sagst, hey, darf ich deinen Hund zum Essen einladen? So, gute Quote, also funktioniert wirklich top, weil es gibt Leute, die interessieren sich nicht für die Ernährung ihres Hundes. Aber es gibt kaum einen Hund, der sich nicht freut über Einladung oder halt über Essen, was er kriegt. Würde ich jetzt einmal behaupten. So, und dann poste ich das so in die Story rein und sage so, ja, übrigens auch neues Feature, die Story läuft mittlerweile weiter, wenn du ein Video machst, du musst das Video nicht begrenzen, du kannst einfach, wenn du ein Selfie-Video machst, kannst einfach reden, 5 Minuten, 10 Minuten, ganz egal, das teilt sich automatisch auf. Ziemlich cool, geht seit kurzem. Jedenfalls rede ich da so
und erzähle so, ja, eben, wir haben jetzt Österreich schon ziemlich aufgebaut, ich suche noch Leute in Deutschland, in der Schweiz eventuell. So, und dann kriege ich sowas zurück. Da steht, für die, die es nicht gut lesen können, hey, ich habe eben deinen Aufruf für neue Mitarbeiter gesehen, von deinem E-Book inspiriert, habe ich selber eine Hundeernährungsberaterausbildung 2018 gemacht. So, und da war ich erst einmal baff. Ja? Da habe ich gesehen, okay, das Ganze, das schlägt wirklich Wellen. Also das ist wirklich unglaublich, wenn du online etwas startest und hast einfach deine Spuren im Netz, sage ich mal, sowohl positiv als auch negativ natürlich. Also wichtig, was drinnen ist, wie wir vorher gesagt haben, professionelles Profil. Aber ich habe 2017 ein E-Book geschrieben und online gestellt auf meine Website und habe das immer auf Instagram verlinkt gehabt. Und jetzt schreibt mir die auf diese Story hin, schreibt mir die, sie hat eine komplette Ausbildung gemacht, inspiriert von meinem E-Book. Und da denke ich mir, wow, das ist echt, also da war ich baff, da war ich echt gerührt, dass sowas geht. Und alles, also wenn ich jetzt diese Story nicht gemacht hätte, hätte ich es nicht erfahren. Deswegen macht Stories. Genau. So, LinkedIn ist so meine Lieblings-Café-Plattform. Warum? Naja, du kannst super B2B-Kontakte machen. Ich habe einen Chef von einer Immobilienfirma, relativ großen in Innsbruck, so kennengelernt persönlich, indem ich gesagt habe, du, pass auf, ich interessiere mich für Immobilieninvestments, wollen wir uns einfach einmal auf einen Café treffen? Ich habe gesehen, du bist auch in Innsbruck. Cool. Habe ich von Chris Herron, wenn den jemand kennt. Chris Herron ist ein amerikanischer, ich glaube Harvard-Professor, der gibt ganz, ganz viele Online-Kurse auf Udemy raus über also alle möglichen Business-Themen. Und der hat ein LinkedIn-Skript, wo er so Tipps gibt, wie kommst du auf LinkedIn mit Leuten in Kontakt. Und der sagt, schreib die Leute einfach wirklich an, ob sie sich persönlich mit dir mal treffen wollen auf einen Kaffee. Oder eigentlich, wann haben sie Zeit? Also wann sie Zeit haben, sich zu treffen? Weil dann kriegst du eher kein Nein. Oder die Leute überlegen zuerst einmal, okay, wann habe ich eigentlich Zeit? Na, Moment, eigentlich will ich den gar nicht treffen. Aber sie überlegen zuerst einmal im Kalender, schauen sie mal nach und so. Ja, und es funktioniert wirklich. Du kriegst von 5 Leuten, die du vorher überhaupt nicht gekannt hast, zumindest ein Treffen raus. Genau. Und was ganz cool ist, du kannst auf LinkedIn Artikel schreiben und die Leute lesen die Artikel, weil die Leute sind Business-Leute. Die Leute wollen sich da professionell vernetzen und wollen da auch wirklich relevante Infos zu ihrem Themengebiet haben. Sprich, wenn du auf LinkedIn Artikel schreibst, ist die Chance wesentlich größer, dass sie gelesen werden, wie wenn du auf deinem eigenen Blog Artikel schreibst, den keiner kennt, weil einfach das Netzwerk schon da ist. Also würde ich jetzt nochmal starten, ich würde wahrscheinlich sehr, sehr viel von meinen Websites einfach nur mehr als LinkedIn-Artikel schreiben, dass ich einfach mal den Grundtraffic schon habe. So, jetzt haben wir dann auch YouTube. Wie gesagt, für mich, ich habe noch nicht so einen großen Channel. Ich habe, ja, schon immer wieder, also man sieht es da halt von den Aufrufen her, die sind meistens unter 100, das waren jetzt zwei bessere Videos, aber was ich mittlerweile gelernt habe, ist gute SEO-Titel, also wirklich Titel, die Suchmaschinen optimiert sind, also wirklich Suchding, weil YouTube, beziehungsweise ja, YouTube ist eigentlich die zweitgrößte Suchmaschine, weil die Leute mittlerweile, auch bei Google werden die ja ganz oben angezeigt, die Videos immer. Das heißt, wenn du einen Titel hast mit relevanten Keywords, dann hast du eine gute Chance, in YouTube auf Seite 1 zu kommen, wo du vielleicht in Google schon nicht mehr die Möglichkeit hast, weil einfach so viele Titel schon optimiert sind. Und Videos trauen sich nicht ganz so viele. Also vor die Kamera gehen und so, das ist oft einmal nicht so das, was die Leute machen. Und deswegen hast du einfach auf YouTube noch ein bisschen bessere Chancen. Und die Thumbnails, ganz wichtig, ich habe mich die längste Zeit gefragt, habe ich so angefangen, schauen wir mal auf YouTube, irgendwie, also ich habe da beim Futtermann-Channel habe ich ganz, ganz wenige hochgeladen. Ganz, weil ich habe mir immer gedacht, boah, alle Videos schauen irgendwie professioneller aus als meine. Also rein schon beim Durchscrollen schaut irgendwie alles besser aus. Es schaut aus, als hätte es ein Werbekonzern gemacht. Auch wenn die Videoqualität nicht unbedingt besser war. Dann irgendwann ist es mir geschossen. Ja, die haben diese schönen Anzeigebildchen. Und das macht einfach echt was her. Also wenn ihr ein Video hochladet, bitte macht es so, dass ihr es zuerst bearbeitet. Also zuerst wirklich schaut, dass das keine, sieht man auch noch oft, dass so
irgendwie am Anfang und am Ende wird noch geplappert und dann beginnt das Video und dann ist der Content und dann am Ende ist auch noch irgendwas und dann hört es halt auf, oder? Also bitte Videos schneiden, bevor sie auf YouTube kommen und dann solche Thumbnails, also alles, was irgendwo eine Art Etikett oder eine Art Mascherl rum ist, sage ich mal ganz salopp, das macht gleich so viel her. Also das wirkt viel professioneller und im Endeffekt kommt es bei den Videos aber eh nur darauf an, wie du die Leute emotional ansprichst. Also da bin ich auch gerade an einem Online-Kurs dran. Ich sage jetzt die Sachen immer so, weil ich möchte euch einfach erzählen, wie ich es halt so mache, oder? Also ich brauche jetzt euch nicht sagen, ja, da gibt es diese und jene Studie, sondern ich habe das aus einem Online-Kurs, dass es einfach wichtig ist, auch, sich mit den Leuten so persönlich zu vernetzen. Also einfach auch so, sage ich mal, über persönliche Themen auch auf YouTube zu sprechen, wo sich die Leute dann drauf beziehen können. Wir sind gleich fertig, keine Sorge. Wir schauen noch zwei Sachen an. Darf ich noch, schnell von der Zeit her? Posting-Psychologie. So, meine Postings liked niemand. Hat das irgendjemand von euch schon mal gesagt oder gehört, diesen Satz? Irgendjemand schon mal erfahren? So, wir schauen uns jetzt gerade noch schnell kurze Beispiele an für richtig viele Kommentare, richtig viele Likes auf Bilder und richtig oft geteilte Inhalte. So, ich habe euch von den lustigen Hundebildern erzählt. Das ist meine Hündin Grace. Die haben wir, also du kannst beim Hund, wenn du so das hochdrückst quasi, dann bleibt das so hängen, oder? So. Und das haben wir gemacht. Und die Leute posten da wirklich extrem viel drunter. Wenn du sagst, poste dein lustigstes Hundefoto, da kommen Hunderte daher. Und da, poste ein Foto von deinem Hund, lasse die Leute kommentieren, wie sie deinen Hund nennen würden. Das war mein erfolgreichster Post ever. Wir werden es uns gleich anschauen und dann verrate den Namen deines Hundes. So, und was haben wir dann gehabt? Wir haben bei dem Grace-Foto haben wir insgesamt über 500 Interaktionen gehabt. Ja? Das war nicht ganz organisch, das waren 3-4 Cent pro Like, weil ich es mit 9 Euro beworben habe. Und beim anderen, das war komplett organisch, das waren 1157 Kommentare organisch. Ja? Also ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, 33.000 erreichte Personen ohne irgendwas. Einfach Zufall, dass ich es vielleicht zur richtigen Zeit gepostet habe, aber ziemlich cool. Und wann werden Beiträge geteilt? Ganz wichtig, was wollen Leute? Aufmerksamkeit und Anerkennung. Wenn Sie etwas weitergeben können, wo dann der andere sagt, danke, das hat mir wirklich geholfen oder das war wirklich lustig oder das war wirklich cool, was du mir da geteilt hast oder was du mir gezeigt hast, dann teilen Sie das auch, wenn Sie diese Erwartungshaltung haben. Und einfache Postings bringen oft mehr Interaktion. So, was heißt das? Hier ein einfaches Posting, diese Like oder Herz. Das ist jetzt richtig cool, weil es gibt diese Interaktionsmöglichkeiten ja seit schon einiger Zeit, aber wenn du sowas machst, kommen immer mehr Sachen daher. Das sind jetzt nur 62, aber das war bei meinem Privataccount, also das ist von der Interaktion auch schon gar nicht so schlecht, sage ich mal. Und dann, das haben wir gepostet, da ist ein Hund von unseren Nachbarn vergiftet worden. So, und da seht ihr jetzt mal, weil es ja immer heißt, es ist alles so oberflächlich, es ist alles so furchtbar mit Social Media und keiner kümmert sich mehr um den anderen. Schaut mal, wie viel da geteilte Inhalte sind. Geteilte Inhalte. Also die Leute wollen helfen. Wenn wirklich ein Herzensthema ist, die Leute wollen das und das spricht die Leute wirklich an. Deswegen bitte, bei so Messages, wo ihr euch überlegt, wie bringe ich jetzt die beste Werbung für mein Geschäft zustande und postet dann irgendwas, überlegt es nicht so, sondern überlegt, was ist eure Herzensangelegenheit bei dem, was ihr macht. Und postet es aus dem heraus, weil dann habt ihr wirklich die Chance, dass es geteilt wird, geliked wird und kommentiert wird. So, und jetzt wäre ich noch offen für Fragen, wer sich connecten möchte, Facebook, Instagram, Mail und Telefonnummer. Und wer möchte, übrigens, ich habe noch einen netten, kleinen, gratis Online-Kurs in der Facebook-Gruppe Marketing Fuchs Academy. Da geht es darum, wie man auf Facebook einige Follower aufbauen kann, relativ schnell. Genau, habe mich jetzt doch noch beeilt. Dankeschön. Traut sich keiner mehr, weil ich überzogen habe. Ja.
Hat mir gut gefallen, den Vortrag. Abgesehen davon, dass ich ein Katzenmensch bin und kein Hundemensch. echt? Okay. Ich bin bekanntlich Fotograf und habe das Problem, unter Anführungszeichen, dass ich meine Fotos nicht teilen darf. Okay. Meine Kunden sagen nein. Nicht einmal auf die eigene Website stellen. Also ich arbeite unter anderem für ein Industrieunternehmen, das Hightech herstellt. Ja. Schöne Fotos, aber quasi. Ja, ohne jetzt eine Rechnung von dir zu bekommen, was würdest du mir raten, wie man mit dem Thema umgeht? Schwierig. Schwierig. Gibt's irgendetwas, was du, also keine Ahnung, wo du solches Material auch mal fotografieren kannst ohne einen Auftrag? Oder dass du irgendwie sagst, was? Dass du irgendwie an so Motive drankommst, wo du sagst, eine Art Showcase oder sowas? Also was ich natürlich machen kann und auch tue, ist so halt quasi in Action was zu fotografieren. Ja? Ich habe eine Facebook-Seite für mein Unternehmen, auch als Privatperson. Ja? Das Unternehmen ist nicht freigeschaltet, ja? weil ich meine, ich habe es zwar, aber habe nicht entsprechend Content, um zu füttern. Ja? Und mir ist bewusst, okay, du musst nicht dreimal im Jahr was posten, sondern du musst regelmäßig was tun. Und das geht heute nicht. Ja? Wenn die Kunden sagen, und ich arbeite nur im B2B-Bereich, nicht herzeigen, wie auch immer. Ja. Eventuell verwendest du am besten eine Plattform, wo du nicht, also ist jetzt blöd als Fotograf, wo du keine Bilder posten musst, aber vielleicht probierst du es einfach, wenn du rein B2B bist, wirklich mal über so LinkedIn, Xing mehr und lasst Instagram, Facebook hauptsächlich weg. Also wäre jetzt so, was? Weil das ist ja nur ein Teil der Geschichte, ja, weil ich kann auf LinkedIn nicht Sachen herzeigen, die ich auf Facebook. Aber also andere Strategie, quasi einfach direkt Kontakte machen, nicht öffentlich posten, sondern einfach, was du vorhin gemeint hast. Ja, genau. Also das wäre jetzt so der erste Ansatz, der mir einfällt, aber ist tricky. Ja. Danke. Ja, du hast eine Frage. Welche Frage? Na, wenn man jetzt schon fragst, dann frage ich. Wenn man schon gezwungen wird. Okay, du sprichst sehr viel über Social Media. Du hast ein klar definiertes Produkt eigentlich. Ich komme persönlich eher aus der Google-Welt, mache mit Social Media fast gar nichts. Warum nutzt du eigentlich die Google-Kanäle auch im Prinzip, um den Suchtraffic, der garantiert da ist, der viel einfacher abzuholen ist de facto und wo die Leute ja schon viel näher in der Customer Journey am Kaufen sind, als sie es jemals sein werden im Social Media. Weil da streust du ja sehr breit und vielleicht irgendwann wird einmal einer kaufen. Aber wenn jemand sucht nach deinen Produkten bei Google, dann will er schon kaufen, ist er schon fast am Ende seiner oder schon sehr weit fortgeschritten in der Customer Journey. Das heißt, es ist viel leichter, den natürlich als Kunden zu gewinnen. Nutzt du Kanäle wie also deine Website, Suchmaschinenoptimierung, Google Ads auch? Oder ist das bei dir primär der Social Media Kanal oder die Social Media Kanäle? Dazu muss man jetzt ein bisschen auf die Branche eingehen. Also ich habe ja erwähnt, ich bin im Network Marketing. Sprich, es geht in untergeordneter Weise um die tatsächliche Kundengewinnung. Also wenn ich jetzt rein Kunden gewinnen wollte, würde ich mit Sicherheit Google Ads nutzen. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich will jetzt so und so viele Dosen am Tag verkaufen, keine Ahnung, kann ich das super skalieren. Im Network Marketing will ich vor allem Partner gewinnen. Sprich, ich brauche Vertriebspartner und ich bin drauf gekommen, also ich habe über meine Website, ja, ich gewinne auch Kunden über die Website, dadurch, dass ich einfach relevante Artikel schreibe. Ja. Also die Leute kommen auch auf die Seite, ich gewinne Kunden, ich kriege Anfragen, aber ich habe gemerkt, zur Partnergewinnung eignet sich es besser, wenn man einfach schon direkt in Kontakt ist und chatten kann. Also wenn man nicht erst diese Anfrage braucht oder nicht so diesen Umweg über die Kundenbestellung und dann meldet man sich bei dem sozusagen, sondern für mich hat es einfach bis jetzt besser funktioniert. Ja. Ich habe eine Frage. Du hast vorhin gesagt, du hast mit Influencern gearbeitet, hast einfach angeschrieben und
gemeint hier, wie schaut es aus, kooperationmäßig, was kann ich dir bieten? Wie ist deine Erfahrung damit? Weil ich immer das Bild hatte, dass das eher schwierig ist, Influencer anzuschreiben, weil das dann doch eine sehr eigene Sorte Mensch ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wie sind da deine Erfahrungen? Kommt darauf an, in welcher Branche definierst du diese eigene Sorte Mensch? Das ist jetzt nicht so relevant. Okay. Also in meinem Fall war es sehr relevant, weil es war nicht wirklich schwierig, besagte Hundetrainingsmädels anzuschreiben und zu sagen, hey, ich mache was für die Gesundheit der Tiere. Okay, dann also, vielleicht eine andere. Also was heißt da für dich Influencer? Also wie viel Follower hatten die? Weißt, ich meine, wenn, also, es gibt Leute, die sagen, Influencer also ist ab 100.000 Followern. Es gibt Leute, die sagen, du hast Mikroinfluencer ab 10.000 Follower. Ja, also was ist in deinem Bereich ein Influencer? Ja, also ich sag mal, nicht ganz Mikro und nicht ganz so extrem groß. Also irgendwas zwischen 20.000 und 50.000. Ja, genau. Aber das hat gut funktioniert. Also natürlich nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang musst du mit die ganz, ganz, ganz Mikroinfluencer arbeiten. Also wenn du selber einen Channel unter 1.000 Follower hast und schreibst dann Leute an, die haben 10.000, 20, 30, 40, wird nicht funktionieren. Aber wenn du mal selber, keine Ahnung, 1.000 hast, schreibst einen an, der 2.000 hat zum Beispiel und dann handelst du dich so weiter. Also dann schaust halt, okay, dann bringst 5 zusammen, die jeweils 2.000 haben, schaust, dass deine Postings dadurch an Reichweite gewinnen, kriegst selber, kommst dann auf 5.000 oder 4.500 in dem Fall jetzt und dann habe ich schon wirklich gearbeitet mit die 20, 30, 40.000er. Ja. Okay, also du würdest sagen, dass, ich meine gut, die Branche, von der ich jetzt gesprochen habe, die ist ein bisschen mehr, ich sage mal, ellenbogenlastiger als eine tierrelevante Branche, wo es eher um Community geht. Du würdest sagen, eher niedriger starten und gucken, dass es menschlich gut passt, als nach den ganz großen Followerzahlen zu greifen. Menschlich, ganz wichtiges Wort, was du gesagt hast. Also ich bin immer so derjenige, der sagt, mir ist lieber, einer hat weniger Follower, dafür eine bessere Verbindung, sowohl zu seinen Leuten als auch zu mir. Also das ist viel besser, wie wenn einer jetzt wie ein, keine Ahnung, so ein, wie heißt denn der, dieser King of Instagram, Dan Bilzerian oder was? Ja, wenn der so ein Posting macht, natürlich sehen das Millionen Leute, aber der hat schon ein gewisses Image. Also. Du postest hier sehr emotionelle Bilder, Hunde, die lachen, Hunde, die eingeladen werden oder eingeladen zum Essen. In Wirklichkeit suchst du aber der Vertriebsleute. Habe ich das richtig verstanden? Wenn das so ist, wie schaut dann der nächste Schritt eigentlich aus? Also das Spannende ist, dadurch, dass, also wenn einmal die kritische Masse zusammenkommt, wenn wirklich der Traffic da ist und genug Leute diese Postings sehen, lustigerweise in der Tiernahrung ist, also haben sie bei uns auch immer gesagt in den Schulungen, die ist die einzige Branche, wo du im Prinzip vom Konsumenten auch auf den Vertriebspartner kommst. Also sprich, wenn jemand das Produkt kennt und versteht und es gut findet, dann wird es auch weiterempfehlen und vielleicht auch oder in einem gewissen Prozentsatz auch das Geschäft machen wollen. Und dadurch, dass auch die Vertriebspartner im Endeffekt meistens sehr, sehr tierliebe Leute sind, findest du über solche Postings auch Leute, die wirklich halt dann dazu passen. Also mir ist eben ganz wichtig, dass die Leute auch ins Team passen. Also bei uns sind alle sehr naturverbunden, sind alle sehr auf Nachhaltigkeit bedacht, auf gesunde Ernährung, Sport auch, also einfach so diese komplette Geschichte, dass jemand, der zum Beispiel klassischer Vertriebler ist, der vielleicht, was weiß ich, Versicherungen verkauft, der wird in der Branche nicht glücklich werden, weil er vielleicht andere, nicht unbedingt andere Werte hat, aber andere Vorstellungen, wie so ein Geschäft zu funktionieren hat. Und deswegen hat mir einfach so diese emotionale Schiene oder auch einfach Leute direkt über ihr Haustier anzusprechen, hat bei mir einfach am besten funktioniert.